Wisst ihr noch? Philipp Amthor. Was für ein toller Typ. Ja, das haben sich damals zumindest so einige in der CDU gedacht. Amthor galt als der konservative Hoffnungsträger. Im Bundestag hat er regelmäßig ausgeteilt. Besonders gerne gegen die AfD. Rüpel Brandner rumpelt sich wieder zum eigenen Tor. Aber auch so ziemlich alle anderen haben von ihm schon mal eine richtige verbale Klatsche bekommen. Ich kann das verstehen, dass die FDP begeistert ist über Macron. Der guckt am Tag bestimmt genauso oft in den Spiegel wie Christian Lindner. Einer steilen Karriere in der CDU schien nichts mehr im Weg zu stehen. Und dann ist er über sich selbst gestolpert. 2020 kam ein Lobbyismus-Skandal ans Licht, der seine Karriere ordentlich ausgebremst hat. Apropos ausgebremst, und dann musste Amthor auch noch seinen Führerschein abgeben, weil er 50 km/h zu schnell gefahren ist. Ach! Politisch ging es nur noch abwärts. Bei der letzten Bundestagswahl hat Amthor sein Direktmandat verloren. Mittlerweile ist er aus dem Spotlight verschwunden. Er ist kaum noch präsent in den Medien und mit Angela Merkel ist auch eine einflussreiche Supporterin raus aus der Politik. Das sind nicht die besten Aussichten. Wir haben uns gefragt, war es das jetzt schon mit der Karriere von Philipp Amthor? Weiß ich nicht. Oder gibt es Aussichten, dass der bald sein Comeback startet? Wir haben uns das mal genauer angeguckt. Bevor es hier aber mit dem Schabernack losgeht, abonniert dringend noch hier unseren Kanal. Lasst uns zuerst nochmal im Schnelldurchlauf auf Amthors bisherige Karriere schauen. Jahrelang ging es für Philipp Amthor eigentlich nur in eine Richtung. Krass steil nach oben. Klassensprecher, Landesschülersprecher, Abi mit 1,4 und mit 16 schon im Wahlkampfteam von Angela Merkel in Mecklenburg. Victoria, halt dein dummes Wessi-Maul. Mecklenburg-Vorpommern. Dann Jurastudium in Greifswald, Bundesschatzmeister der Jungen Union und 2017 ist er als jüngster Direktkandidat für die CDU in den Bundestag eingezogen. Ja, und wie alt war er da? Gerade mal 24. Ganz schön krass. Andere mit 24 so. Party! Tja, bei Amthor sahen die wilden Jahre etwas anders aus. Statt auf dem Dancefloor hat er im Parlament mal so richtig losgelegt. Und ordentlich ausgeteilt. Flapsig in der Ansprache, hart in der Sache und oft ziemlich direkt. Besonders gerne hat er sich mit der AfD angelegt. Sie wollen hier die letzten Verteidiger, aufrechten Verteidiger des Vaterlandes sein, dann seien Sie bitte im Umgang mit den Medien nicht so verdammt mimosenhaft. Aber warum ist Amthor direkt so gut angekommen? Spiegeljournalistin Sarah Sievert ist Expertin für CDU und CSU und beobachtet Amthor schon seit Jahren. Er war ein junger, sehr konservativer CDUler, von denen die CDU einfach nicht so viele hat. Und hat seine Rhetorik gut beherrscht, ist gerne mal irgendwie angeeckt. Und was er damals auch ziemlich gut gemacht hat, er war einfach überall präsent. In dem Alter. Das war ganz schön krass. Und in dieser Rolle hat er sich auch sichtlich wohlgefühlt. Er hatte da keine Berührungsängste, auch mit Medien nicht. Hat die Öffentlichkeit eher gesucht als gemieden. Am Anfang sind viele ja immer noch so ein bisschen vorsichtig. Das war bei Amthor überhaupt nicht der Fall. Sein Insta-Account ist auch komplett durch die Decke gegangen und hat uns von Anfang an jede Menge Meme-Material geliefert. Sogar ein Feature mit der Influencerin Diana zu Löwen hat er damals eingetütet. Ja, und dann war da noch die Sache mit Rezo. Hi Rezo, du alter Zerstörer. Gut, sein Antwortvideo auf die Zerstörung der CDU ist nie online gegangen. Aber Amthor hat es nicht geschadet. Geschadet hat er sich nur selbst. Und zwar heftig. Was war da nochmal los? Und jetzt Philipp Amthor, der für Champagner, Austern und Luxusreisen steht und nicht für Parlament, Arbeit und Demokratie, meine Damen und Herren. Mitte 2020 hat der Spiegel eine dicke Lobbyismus-Affäre aufgedeckt. Amthor hatte das US-Unternehmen Augustus Intelligence dem damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier empfohlen und wollte bei dem einen Termin für das Startup klar machen. Hört sich eigentlich nicht so schlimm an, oder? Ist es aber, denn Amthor durfte nach Spiegelrecherchen dafür kostenlos durch die Welt jetten und bekam Aktienoptionen für das Unternehmen. Und das ist für Amthor richtig nach hinten losgegangen. Das ist eine unbestreitbar richtige Aussage. Rückblickend knallen da so Auftritte wie bei Kurt Krömer 2019 etwas anders. Brauchst du Quittung oder musst du Quittung? Nee. Würdest du mit sowas aus dem Amt fliegen, wenn du jetzt die 10 Euro einsteckst und du nimmst dafür keine Quittung? Also, das müsste ich natürlich als Spende, als Abgeordnetenspende verbuchen, aber ja, nee, solche Dinge mache ich grundsätzlich nicht. Machst du nicht? Nee, das ist gut hier. Nicht in der CDU, was? Nee. Rechtliche Konsequenzen hatte sein Lobbyskandal damals aber nicht.
Die Generalstaatsanwaltschaft hat ein Verfahren ohne Ermittlungen eingestellt. Es habe keinen Anfangsverdacht für strafbares Verhalten gegeben. Der Schaden für seine Karriere war umso größer. Aber wie groß genau? Er hat durch diese Affäre einfach wirklich, so muss man es sagen, alles verloren. Er war ausgemachter Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, hatte großen Rückhalt, gerade in den Jungenreihen, und musste davon zurücktreten, also von seiner Spitzenkandidatur, hat den Rückhalt verloren. Auch der Zeitpunkt des Skandals hätte für Amthor kaum schlechter sein können. Zu seinem großen Unglück hat die CDU kurz nach ihm, also beziehungsweise kurz nach seiner Affäre, den Maskenskandal an den Hacken gehabt, was dazu führte, dass natürlich kein einziger Abgeordneter auch nur im Ansatz mit sowas in Berührung gebracht werden wollte. Und dementsprechend stand Amthor erstmal alleine da. Nicht nur eine Zukunft als CDU-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern war weg, sondern auch an anderen Stellen ging Philipp Amthor leer aus. Bei der Bundestagswahl 2021 hat es Amthor zwar über die Landesliste wieder in den Bundestag geschafft, sein Direktmandat hat er aber verloren. Er landete hinter SPD und AfD. Über 10 Prozentpunkte hat Amthor bei den Erststimmen gegenüber 2017 verloren. Und als Friedrich Merz als neuer CDU-Chef einen Generalsekretär aus Ostdeutschland gesucht hat, fiel seine Wahl auf Mario Chaya. Da kann man spekulieren, dass Amthor vom Profil her sicherlich auch gepasst hätte. Zumal sich die beiden in der Vergangenheit gegenseitig unterstützt haben. Lief also alles nicht mehr so gut für Philipp Amthor. Aber wie verhält er sich denn momentan? Was tut er, um die Karriereleiter wieder nach oben zu klettern? Eine Sache macht es Amthor aktuell sehr schwer. Das Leben in der Opposition. Moment. Ist es auch für ehemalige Größen wie den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn oder die ehemalige Staatsministerin Dorothee Bär schwer, in der Öffentlichkeit Fuß zu fassen, weil einfach neben dem Oppositionsführer so wenig Raum ist, innerhalb der CDU-CSU stattzufinden. Und da muss Philipp Amthor sich dann erstmal hinten anstellen. In der Opposition dreht sich fast alles nur noch um Friedrich Merz. Aber man sieht auch, dass Philipp Amthor noch etwas mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Zumindest in den Medien. Im Moment hält Amthor sich weitestgehend zurück. Also er sucht zumindest nicht die Öffentlichkeit, so wie er es früher getan hat. Hält sich auf Social Media zurück. Es ist gar kein Vergleich zu vorher. Gut, auf Social Media liefert er vielleicht nicht mehr so viel Meme-Potenzial wie früher ab. Im Bundestag haben wir aber in letzter Zeit schon das Gefühl bekommen, dass er am Rednerpult so langsam wieder der Alte wird. Seht selbst. Das war eine bodenlose Frechheit und da sollten Sie noch mal genau in dieses Manuskript gucken, das Sie da abgelesen haben. Ich sage Ihnen, auch wenn Ihnen das nicht passt, so funktioniert Opposition in diesem Parlament. Dass wir auch das Verhalten der Minister an dieser Stelle kritisieren. Man fragt sich doch wirklich, wann manche von Ihnen das letzte Mal mit Landräten und Bürgermeistern gesprochen haben. Sie haben lieblos vorgetragen, formelhaft abgelesen. Seit Dezember 2021 hat Amthor übrigens auch einen neuen Posten in der Unionsfraktion. Und einen gar nicht so unwichtigen. Er ist Fachsprecher für Staatsorganisation und Staatsmodernisierung. Er ist dort unter anderem für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern zuständig. Und die will die Ampel zum Beispiel beim Thema Wohnungsbau und den erneuerbaren Energien neu ordnen. Amthor soll da jetzt für die Unionsfraktion ein Auge drauf haben. Er bekam bei der Wahl für den Posten allerdings nur 63,4% der Stimmen innerhalb der Fraktion. Auch in den eigenen Reihen muss er sich also wieder Vertrauen erarbeiten und sich auf gute Sacharbeit konzentrieren. Aber zumindest über eine Sache muss sich Amthor aktuell wenig Sorgen machen. Dass ein anderer Shootingstar den Platz einnehmen könnte, den er früher besetzt hat. Konkurrenz von anderen jungen Zerstörern aus der Union hat Amthor quasi nicht. Beim Nachwuchs sieht es dann nämlich ziemlich düster aus. Gerade mal 8% der Abgeordneten von CDU und CSU waren bei der Bundestagswahl 2021 unter 35 Jahre alt. Zum Vergleich, für die SPD sind 2021 ganze 49 Jusos in den Bundestag eingezogen. Sind immerhin fast 25% ihrer Abgeordneten. Von den jungen Gesichtern aus der Union kommt auch heute niemand an den Bekanntheitsgrad von Philipp Amthor ran. Um euch nochmal zu zeigen, wie krass der Fame von Amthor war, können wir mal auf die anderen jungen Menschen in der Fraktion schauen. Am ehesten kennt ihr vielleicht noch Tilman Kuban, der bis vor kurzem noch Vorsitzender der Jungen Union war. Aber auch von ihm bekommt man medial wenig mit. Und dahinter wird's noch dünner. Sagt euch Ronja Kemmer was? Die ist heute 33 und sitzt schon seit 2014 im Bundestag. 19 Reden hat sie seitdem gehalten. Allein in den letzten 2 Jahren hat Amthor mehr geschafft. Oder habt ihr schon mal was von der aktuell jüngsten Abgeordneten der Union gehört? Katharina dos Santos Vins?
Eben, mussten wir auch googeln. Die ist 28 und von der hat bisher kaum jemand was gehört. Dass ein Abgeordneter, so jung wie Amthor, ein so krasses Standing erreicht, ist in der Union eine ziemliche Seltenheit. Und es zeigt auch nochmal, wie tief Amthor eigentlich gefallen ist. Aktuell muss er mit ansehen, wie andere bekannte Gesichter aus seiner Generation in ihren Parteien den Aufstieg schaffen. Zum Beispiel Kevin Kühnert, inzwischen Generalsekretär der SPD. Oder Ricarda Lang, die ist sogar Parteivorsitzende der Grünen geworden. Und die ist noch jünger als Amthor. Aktuell bleibt Philipp Amthor also nicht viel mehr, als die Füße stillzuhalten und sich auf seine Sachthemen zu konzentrieren. Ich glaube, er weiß auch, dass aktuell nicht seine Zeit ist und dass das nicht der richtige Moment für sein Comeback ist und er sich selbst keinen Gefallen tun würde, wenn er es erzwingen würde. Und dementsprechend verhält er sich jetzt auch. Fazit. Vor ein paar Jahren dachte ich noch, da ist er jetzt, der neue Friedrich Merz für die Gen Z. Der, dachte ich, führt die CDU jetzt ins 21. Jahrhundert. Und dann kam der tiefe Fall. Aber ist das jetzt wirklich das Ende seiner Karriere? Ist jetzt alles vorbei? Ich glaube, er kann sich von so einem Skandal schon erholen. Erstmal aber nicht. Aktuell ist einfach nicht mehr seine Zeit. Momentan schauen alle auf Friedrich Merz und seinen Fight gegen die Ampelregierung. Da ist für Amthor einfach wenig Platz. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass er auf das Level, auf dem er vor seinem Skandal war, zeitnah noch mal kommen kann. Das heißt aber nicht, dass die Karriere jetzt safe vorbei ist. In der CDU läuft es eh meistens besser, wenn zumindest schon die ersten grauen Haare durchschimmern. Er hat einfach noch wahnsinnig viel Zeit, um Vertrauen zurückzugewinnen. Ich glaube, es wird nicht bei allen möglich sein, weil ihm der Ruf jetzt einfach anheftet. Aber mit Sicherheit ist es für ihn nicht komplett chancenlos, noch mal ein kleines Comeback zu haben. Vorerst sehe ich das aber nicht. Wir bleiben für euch auf jeden Fall weiter dran und schauen, wohin die Karriere von Philipp Amthor noch geht. Oder was meinst du, Philipp? Wir werden diese Themen weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Was meint ihr? Wünscht ihr euch ein großes Amthor-Comeback oder hat er seine Chance vertan? Schreibt's in die Kommentare. Unser Abo-Button ist alles andere als Schabernack. Da gibt's immer die neuesten Infos aus der Politik. Direkt hier klicken. Hier haben wir gecheckt, ob an den ständigen Vergleichen von Friedrich Merz mit Donald Trump was dran ist. Und hier hat Jan ausnahmsweise bei Atlas moderiert und gecheckt, wie kaputt die USA sind. Schaut mal rein.